Herzlich willkommen zurück zu Brawl XCOM Declassified. Und dass unsere Jungs von der Dispatch-Mission zurückgekommen sind, das wissen wir ja schon. Müssen wir uns also nicht nochmal genauer angucken. Den Agent Cyrus Sinclair, den werden wir mal genauer in die Lupe nehmen. Ich glaube, der ist ganz gut für unser Hauptteam. Ansonsten Stichwort Mission. Ich glaube, wir können direkt zum Bordcomputer in Anführungszeichen und uns die nächste Mission aussuchen, denn wir haben nur noch die Hauptmission, die Mission, die Story vorantreibt in Pima, New Mexico. Wir müssen Agent Nico da Silva und seinem Team unter die Arme greifen. Zuvor machen wir aber Agent Management. Ich werde jetzt mal den Boswell aus dem Team raushauen und dafür den Cyrus Sinclair, der ja auch ein Sniper ist, mit seinem Level 3 hinzufügen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser für eine Hauptmission jetzt. Add to Squad, dann werden wir mal seine Ausrüstung angucken. Beziehungsweise hat er denn schon Perks? Genau, da können wir nämlich auch was aussuchen. Entweder kriegen wir Hard to Kill, dass er schwieriger zu töten bzw. zu treffen ist, oder er wird ein Sniper und sein Damage wird erhöht. Bei ihm mache ich mal einen Damage-Bonus. Und hier können wir entweder auswählen die Diversion wieder, also so ein Holo-Projektion von sich selbst aufbauen, oder Cloak. Ich glaube, ich nehme Cloak hier mal, obwohl, nee, ich probiere es nochmal mit der Diversion. Gut, mehr können wir nicht machen. Das heißt doch, wir können noch was machen. Wir können ihm nämlich einen ordentlichen Rucksack geben. Genau, hat nämlich noch einen Standardpack. Wir geben ihm den Sharpshooter-Pack mal. Und ansonsten würde ich sagen, unsere anderen beiden Agenten, die müssten noch passen, Carter und Gallagher. Das heißt, wir machen uns auf zur Mission. Also ihr seht nicht mehr viel los im Moment auf dem Screen. Wir müssen wirklich die Story mal vorantreiben. Deswegen Signal from Beyond. Steel Guidance System, XCOM Scientists have built a craft capable of making the flight to the outsider homeworld. However, we need a guidance system to navigate the interdimensional gates. Agent De Silva's team located a transit hub where we can acquire this face plotter, but we've lost contact. Rendezvous with De Silva and secure the face plotter. Also, XCOM hat es geschafft, ein fliegendes Objekt zu bauen, mit dem man bis zur Heimatwelt der Outsider vordringen kann. Der Avenger hat man ja schon. Aber bevor wir zu dieser Welt kommen, brauchen wir eben ein Navigationssystem, das es nur bei den Aliens gibt, den sogenannten Faceplotter. Den gibt es in Pima, New Mexico zu holen. Da gehen wir jetzt hin und werden Agent De Silva, der dort schon auf Mission ist, ein bisschen unter die Arme greifen. Also, los geht's! Skyranger einsatzbereit, ab in die Lüfte. Ist, glaube ich, auch jedes Mal dieselbe Animation. Ebenso wie beim Taktik Remake. Irgendwo muss man ja das Geld sparen. Okay, also los geht's. Ich glaube, das wird eine große und coole Mission, soweit ich mich noch erinnere. I should have won the flats. Never had any trouble with these damn things. Four shots? It's a right mess down there. Yeah, and our man De Silva's down in it. Maybe the intel he's gathered can shed some light on these sleepwalkers. A good bet it will. Agent De Silva's gonna teach us what these things already know. How to get in there. Also da wollen wir rein, in den Alien Tower. Ansonsten ist ganz Pima schon von Sleepwalkern befallen. Zeit für uns einzugreifen. Agent De Silva, come in. Nico, it's Carter. Are you there? Damn. Agent De Silva's last transmission was within half a mile of here. That's the best we've got, I'm afraid. If we can't find him, we're gonna have a hell of a time getting into that tower. Okay,
Nico de Silva antwortet nicht. Seine letzte Transmission, also seine letzte Übertragung, war allerdings ungefähr eine halbe Meile von dem Standpunkt, wo wir gerade sind. Lauschen wir doch erstmal der schönen Musik ein bisschen. Und dann geht's rund. So, ich pack mal meine Laserknarre aus, die gute Laser-SMG. Und dann werden wir uns langsam, aber sicher hoffentlich vorankämpfen. Unsere Jungs sind schon in Deckung. Ab und zu gucken wir mal, ob wir hier ein paar Häuser rein können. Also geile 60s Flair mit ordentlich Alien Sci-Fi. So sehe ich das gern. Also hier ist auf jeden Fall die Hölle los. Okay, ich freue mich ja schon, wenn wir da drin sind. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Weder möchte ich hin, noch möchte ich drin sein. Aber wenn wir die Menschheit retten wollen, haben wir keine andere Wahl. Okay, wir schauen uns mal das Auto hier an. De Silva has definitely been here. Looks like he gave the enemy a bloody nose. Also der Silva war definitiv hier und hat die Aliens ein bisschen vermöbelt, aber allerdings noch lebt im Moment. Das weiß keine Sau. We're still seeing some patrols down there. Copy. Also die Aliens sind noch in dem Gebiet, hat uns Barnes gerade mitgeteilt. Er sieht's ja von oben in seinem Chopper. Genau, dann steigen wir mal hier drüber und gucken weiter. Ja, das war mal eine Bushaltestelle. Und da sind die Jungs schon wieder. Also in Deckung. So, wir machen mal Folgendes. Sinclair bewegt seinen Arsch mal hierher und macht dann einen Critical Strike auf den Outsider. Gallagher, beweg deinen Arsch hierher. Und dann überlegen wir uns mal, was du machst. Jetzt warten wir erstmal ab. So, mitten in die Fresse. Wunderbar. Ich glaube, mehr Spezialfähigkeiten brauchen wir im Moment nicht. Mit den zwei Sektoriden sollten wir noch so fertig werden. Aber ich nehme mal an, das werden nicht die einzigen Gegner sein. So. Ja, da kommt er schon, der Drop-Pod. Hallöchen, Freunde. Da werfe ich doch gleich mal einen freundlichen Blob aus, der euch einheizen wird. Gut, ansonsten... Ja, warten wir mal ab und trinken Tee, würde ich sagen. Ich lade mal schnell nach. So, der Blob dürfte sich jetzt bald auf den Weg machen. Wir hauen mal von der Granate ab. Und ich trinke gleich mal ein bisschen weiter vor, damit ich dem gleich eine Salve verpassen kann. Der Blob macht seine Arbeit. Der ist natürlich, hält natürlich nicht ewig. Irgendwann ist er auch kaputt. Aber er ist doch eine große Hilfe, wie ihr seht. So, jetzt aber könnte ich mal ein bisschen Hilfe gebrauchen von euch Jungs. Du hältst mal auf den Frischling da hinten. Und er hat schon wieder Critical Strike. Hau mal auf den. Gut, ansonsten werde ich mal liften. Und zwar den in der Mitte. Natürlich, gleich mal nachladen werden wir liften. Wir kennen es ja. So, das war's bestimmt noch nicht, oder? Der XCOM Silacoy, der macht wieder volle Arbeit. Gut. Ach du Scheiße. Ah, da oben ist ein Rocket Sniper. So, da oben war ein Rocket Sniper. Jungs, rückt mal ein bisschen mit auf, damit ihr mit vorne kämpfen könnt. Ah, okay, jetzt kommen sie von hier, die Jungs. Das heißt, du positionierst dich mal hier. Und der gute Sinclair, glaube ich, war's. Hierher. Und ich komme mit euch. Weil das vielleicht nicht so eine super Position ist,
um den Gegner ins Schussfeld zu bekommen. Ah doch, das geht schon. Ui, jetzt heizen wir aber gerade ordentlich ein. Ich glaube, ich werfe mal nochmal einen neuen Blob aus. Hallöchen. Und heile mich. So, jetzt wird der Blob gleich mal seine Arbeit machen. Und wir können nochmal einen Critical Strike raushauen, nämlich auf den Outsider Elite. Und eine Mine schadet, bringt nichts. Okay, schadet nichts, bringt aber auch nichts. Okay. Zack. Erstmal ihn hier weg. Vielleicht, wenn es sein muss, auch mit einer Granate. Ey, jetzt muss ich ja ein bisschen aufpassen. Den haben wir erwischt, aber ich glaube, wir haben unseren Blob auch mit ein bisschen... Ah, Mist, 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 ich brauche Hilfe. Das ist eine scheiß Position, wo ich gerade stehe. Cyrus, hilf mir auf. Okay, danke, Junge. So, der Blob wird den Sektoiden hier übernehmen. Sehr gut. War's das? Sieht fast aus. Okay, den ersten Ansturm haben wir hinter uns. Ich sammle ein paar Lasers im Cheese auf. Denn ich habe die Befürchtung, die Muni, die wir mal brauchen. Nein, nachladen wollte ich. Habe ich mich direkt gleich mal ein bisschen verdrückelt. Okay, zum Glück liegen hier genug Waffen. 177 Schuss, das ist natürlich geil. 118, ich glaube, mehr geht nicht mehr. Ich probiere es mal. Ne, haben wir schon voll. Und für unsere normale haben wir auch 390. Da geht nichts mehr. Gut, dann schauen wir mal voran hier. Zum Car Sale. Können wir uns einen hübschen Flitzer mitnehmen, wenn wir wollen. Die Sektoiden haben alle Laserpistolen. Okay, hier wäre noch ein bisschen Munition. Brauchen wir nicht. Okay, Gentlemen, bitte folgen. Back, gentlemen. Yes, Commander. Gut. Da müssen wir rein. Bevor wir reingehen, ihr kennt das Spiel, gucken wir uns erstmal um. Aber man muss sagen, okay, wenn es wirklich ein Neuwagen ist, ungebraucht, dann ist er für $2000 natürlich trotzdem erschwinglich. Gut, dann würde ich sagen, schau mal in den Laden. Oh Mann. Ich glaube, der Schuppen war auch mal gemütlicher. Die versuchen mit der außerirdischen Schiene ihre Wagen an den Mann zu bringen. Blanker Hohn für den Spieler. Aber die Figürchen finde ich geil. Die sehen echt geil aus, die Dinger. Würde ich mir auch auf den Schreibtisch stellen, wenn ich ein verdammter Nerd wäre. Okay, lesen wir mal diese Notiz. Unsatisfied in Pima. Dear Mr. Smith of Smith Novelties Company. Reorder 1161983. On 9/5/1962, I placed an order via telephone for 500 custom bobbleheads to be delivered to Larry's Portsmouth of Pima in New Mexico. I received the order today, and unfortunately, the product delivered does not meet my expectations. If you notice on the order form, you'll see that I checked the box labeled bobbleheads, yet I received 500 statues. While the statues are certainly well made, they're not what I ordered. What's worse, there's no time to correct the error as I need them for a promotional sale for the new Portsmouth model, which will be starting tomorrow. That leaves me with little choice but to accept the order as delivered and make do as best I can. I'm sure you can appreciate
my disappointment with this situation, and I trust that you'll do your best to resolve the issue to my satisfaction as soon as possible. Considering the circumstances, I would not be opposed to a partial reimbursement. Please have your secretary contact me at her earliest convenience so that we can arrange a call and resolve this matter. Sincerely, Emily Maloney, Marketing Associate, Larry's Portsmouth of Pima. Okay. Also, die Leute hier beim Wagenverkauf haben wohl 500 so Wackeldackel bestellt und haben stattdessen 500 von diesen Statuen bekommen. Das gefällt den Leuten natürlich gar nicht. Die Order können sie allerdings auch nicht zurückgeben, da das Zeug für den neuen Verkauf gebraucht wurde, der am nächsten Tag stattfand. Also, naja, dumm gelaufen. Bringt uns jetzt nicht weiter in der Story, aber auch mal ganz witzig. Irgendwie habe ich gerade wieder mega Lag. Okay. Ammo braucht man nicht. Oh, der Lag gefällt mir schon wieder gar nicht. Gut, hier liegt noch eine Nachricht. No sick day for sales numbers. Attention staff. Sales staff, if you've listened to Nov lately, you'll know that there's a bad strain of the flu sweeping up from Mexico this year. Sales staff are strongly encouraged to wash their hands and avoid physical contact with customers as much as possible. Of course, sales are still important to the bottom line, so we will not be turning away customers, even sick ones. Keep a smile on your face, but try not to breathe too deep. Remember, you may be able to take a sick day, but your sales numbers can't. You all still have to meet your monthly quota regardless of illness. The best way to do that is to avoid getting sick in the first place. So stay healthy. Best regards, Drew McCrory, Sales Manager, Larry's Portsmouth of Lima. Okay, also hier heißt wohl, dass die ganzen Verkäufer hier wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, dass gerade eine sehr komische Krankheit, Erkältung oder Grippe hier die Runde macht, die wahrscheinlich von Mexiko hochgekommen ist. Wir wissen natürlich, dass es nicht nur eine Erkältung ist, sondern das gute Sleepwalker, das Schlafwandler-Syndrom. Trotzdem wird hier allen Verkäufern nahegelegt, dass sie am besten nicht krank werden sollten, denn sie müssen ja ihre monatliche Verkaufsquote erfüllen. Krank oder nicht. Da gibt's keine Entschuldigung. Ja, scheint ein geiler Arbeitsgeber zu sein. Gut, juckt uns aber nicht. Uns juckt eventuell nur das Audiolog hier. Also an Munition dürfte es hier nicht mangeln. Town is infected. Also es war ein Verkaufsgespräch und der Interessent an einem Wagen hat sich wohl währenddessen so halb in einen Sleepwalker verwandelt. Genauso wie die ganze verfluchte Stadt hier. Könnt man schießen, mache ich jetzt aber nicht. Oh Mann, nur weg von hier. Bevor irgendeiner der Jungs trotzdem irgendwann mal austickt. Ich traue dem Braten nicht so.
Okay, da oben liegt Munition drauf. Könnten wir bestimmt runterholen, oder? Ja, tatsächlich. Brauchen wir bloß nicht, aber schönes Gimmick. Gucken wir uns noch ein bisschen hier um. Okay. Junge, ich glaube, du hast einen kleinen Unfall gehabt. Nett. Wirklich nett. Okay, hier gibt's nichts mehr. Also verpissen wir uns aus der Garage, beziehungsweise wir gucken mal nach hier. Alles sauber. Okilidokili, dann raus auf die Straße mit einer Rolle. Ach, wollte ich jetzt einfach mal machen. Hier gäbe es einen Hinterausgang. Mal gucken, ob es da vorne weitergeht. Nee, da ist nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich den Hinterausgang nehmen. Da ist der Tower nochmal. Haben wir jetzt zwar schon zu Genüge gesehen, aber ich kann mich da gar nicht dran satt sehen. So geil sieht der aus. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen Vorsicht hier wieder. Offenes Gelände. I've got De Silva. He's on the AM band. Put it through. XCOM, this is De Silva. If you can hear this, so can they. I'm dug in at the radio station. I have a few tricks up my sleeve, but I won't be able to hold them off for long. I could use backup. If he's on an open broadcast, then they'll know right where he is. I'm already seeing outsider activity. They're moving on the radio station. You heard the man, Agents. Let's go. Okay, Dr. Weir konnte ein Funksignal von Agent De Silva ausfindig machen, der sich wohl verbunkert hat in einem Radiosender und er braucht unbedingt unsere Hilfe. Also werden wir so schnell wie möglich versuchen, zum Radiosender zu kommen, denn die Aliens, die sind schon auf dem Weg dorthin. Die Outsider, das hat unser Barnes schon abgecheckt. So, gucken wir erstmal hier rein. Ein paar Minuten länger wird das Silver schon aushalten. Also ich habe keine Ahnung, warum es hier so viel Muni gibt. Die braucht doch kein Mensch, du. Später gibt es wahrscheinlich wieder gar nichts. Da oben auch. Okay, aber alles normale Munition. Und ich glaube, hier ging es irgendwo weiter, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Jawohl, noch mehr Muni. Ja, da geht's aber nicht weiter, Sportsfreunde. Lasst mir mal raus. Okay, wir müssen doch da weiter, wo wir gerade waren. Ich Torfkopf. Also hoch da. Okay, da war noch ein Türchen. Und hier geht's auch raus. Okay. Outsider? Seid ihr hier? Scheint nicht so zu sein. Aber das gefällt mir auch super geil in dem Spiel. Manche finden das vielleicht langweilig, wenn man da minutenlang durchs Level läuft und kein einzelner Gegner kommt. Aber dadurch wird auch wirklich super geil Spannung aufgebaut. Ich finde das wirklich geil. Und finde es auch besser, jeden Meter einen Gegner zu haben. Also das macht echt Spaß so, weil da hast du wirklich eine geile Stimmung. Ist da ein Sprengsatz am Auto? Yep. Das war ein Sprengsatz. Okay. Eine kleine Überraschung von der Silver war das. Der Junge hat an alles gedacht. Gegner? Carter, get in here. We don't have much time. Come on, let's get to that station. Okay, da ist die Radiostation. KNOV und da ist der Silver und so wie er ausschaut ist er auch schon ein bisschen unter Alien-Einfluss, aber momentan kämpft er noch auf unserer Seite. Okay, das Silvers Fallen können wir auslösen. Moment, ich starte jetzt erstmal einen Blob. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Okay, das Silver steht da oben und wir können jetzt einen Sprengsatz aussuchen.
den wir hochgehen lassen wollen. Das ist ja geil. Machen wir den mal. Glad you're on our side. Silva, now. Okay, da haben wir was erwischt. Aber ich hebe mir das vielleicht auf. Vielleicht kommen noch stärkere Gegner später. Also sehr schön. Das Silva hat den ganzen Vorhof mit Sprengstoff verbarrikadiert. Also wenn es knallhart kommt, kann der uns auch assisten. Okay, mal auf den Outsider. Wir liften mal eine Weile den anderen. Okay. Jawohl. Der ist Acreed, kommt ein bisschen zu nahe. Okay. Das war bestimmt noch nicht alles. Ich sammle erstmal wieder ein bisschen Waffen auf. Okay, das sind die Sprengsätze von der Silver. Also wir haben noch ein bisschen was. Bullets nehme ich auch mal. Lad gleich mal nach. Also ich guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sprengsätze von der Silverhammer. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt sollen wir erstmal zu der Silver gehen und mit ihm labern. Carter. Didn't think I'd see you again. See you again. See you. Stop. The Silva. Good Lord, what happened here? Where's the rest of your team? You're looking at it. We need to talk while I still can. You'd better come in. Oh, fuck. They've been looking for me for days. Better get ready. Also nebenbei bemerkt, dass Silver ist der einzige Überlebende seines Teams und wie man sieht, er ist auch schon halber Sleepwalker. Oh Mann, ihr Pfeifen. Ihr findet das wohl lustig, oder? Okay. Ich verschwende die Bomben noch nicht. Silakoid Marsch. Critical Strike Gun Turret. Mine. Hier. Lifting. Wir hatten einen Tech Commander, den wir jetzt mal ein bisschen einheizen werden, dass er nicht noch mehr so Gun Turrets aufbaut. Okay, der ist weg. Vielleicht brauchen wir die Sprengsätze gar nicht. Ja, und vielleicht kommt auch wieder so ein beschissener Mutant oder so. Und dann bin ich froh, wenn ich noch so einen Sprengsatz habe. So, Freunde, ich habe eine Überraschung für euch. Nicht weglaufen. Ist doch Verschwendung. So, ihr Licht. Unser Silakoid, der nimmt sich die Sektoiden vor. Ah, diese scheiß Gun Turrets. So. Ah, der Silakoid ist kein Befreundeter. Der muss weg. Ah, weg, 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 weg. Ich werde mal heilen, denn unsere Jungs sind schon ziemlich angeschlagen. Ach, geh doch weg, blöder Blob. Oh oh, da kommt die Verstärkung. So, wir werden eine von Silvers Traps zünden. Nämlich die hier. Jawohl, super gemacht, Nico. Und weiter geht's. Unser Blob ist noch immer voll an der Arbeit. So. Sinclair, mach mal einen Critical Strike auf den Outsider hier. Wir legen nochmal in Mine. Falls jemand hier in Deckung gehen will. Okay, und wir liften. Outsider.
glaube, einer unserer Jungs liegt. Okay, aber der Kollege hat ihm aufgeholfen. Ah! Wegen diesen Pfeifen, nämlich die kommen von der Seite. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen. Nico gibt uns immer ein paar Tipps, von wo die Gegner herkommen. Da oben steht er übrigens und ballert mit. So, den Kollegen machen wir so fertig. Jawohl. Erwischt. Oh ja. Muton. Ich liebe Mutons. Diversion. Vielleicht nützt es ja dieses Mal was. Set up a diversion. This'll distract them. Mine. Put a mine there. Mine deployed. Ich hoffe, Nikos Ladungen helfen uns. They're holding the line. Okay, ich werde gleich mal heilen, weil Gallagher ist schon so gut wie tot. Wir müssten den eventuell woanders hinlocken. Okay, das war taktisch vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, Freund. Jetzt kriegst du noch einen Critical Strike von unserem Kollegen. Sehr schön. War's das? That's it for now. We can talk inside. Copy, Nico. We'll be right there. Okay, wie jetzt wär's das mal? Tell Falk we've located De Silva. Copy that. Glad we found him. Ich werde mich erstmal wieder aufstocken und unsere Aufsteiger mit neuen Fähigkeiten bestücken. Also was haben wir denn hier? Wir können entweder einen Rocket Turret für Gallagher auswählen oder einen Laser Turret, also ein stationäres Geschütz mit Raketen oder mit Laser. This agent can deploy a laser turret, a high rate of fire weapon, best used at short and mid ranges, also hohe Feuergeschwindigkeit und sehr gut geeignet für kurze und mittlere Distanzen, oder Rocket, high damage und für weite Distanzen. Ich nehme mal die Laser-Variante. Yep. The engineer provides frontline support by deploying a sturdy automated machine gun to target short and medium range enemies. Sehr schön. Sonst noch jemand aufgestiegen? Ja, der Cyrus Sinclair auch. Also, was haben wir hier? Crackshot recharges critical strike ability faster. Also, damit lädt sich der Critical Strike schneller auf, weniger Cooldown-Zeit. Das heißt, wir können Critical Strike öfter einsetzen. Das ist schon mal sehr gut. Oder Armor Piercer. Critical Strike now does heavy damage to armor and shields. Also der Critical Strike macht sehr großen Damage bei Panzerung und Schilden. Oh, das ist beides geil. Das ist wirklich fies. Ich glaube, ich nehme mal einen Armor Piercer, weil in der Not kommt es darauf an. Okay. Ist unser William auch aufgestiegen? Nee, bei William müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Wir müssen uns mit der Silver treffen. Bevor wir das tun, werde ich aber, wie gesagt, hier noch ein bisschen Muni einsammeln. Für unser erster Knarre haben wir jetzt fast gar nichts mehr. Da finden wir jetzt wahrscheinlich auch so schnell nichts mehr. Außer wir gehen den ganzen Weg nochmal zurück. Laser SMG. Haben wir auf jeden Fall genug hier. Okay, es liegt hier noch rum. Laser SMG, Laser SMG. Okay. Na denn. Also das ist auch wirklich absolut essentiell, dass man rumläuft nach den Kämpfen und Munition einsammelt, weil sonst wird man später Probleme kriegen. Schade, dass wir die Sprengsätze gar nicht alle gebraucht haben. Ich dachte, wir könnten den Muten noch in so einen Sprengsatz reinlocken, aber der
hatte nicht so wirklich Lust drauf, uns zu beugen. Gut, dann würde ich sagen, 35 Minuten sind rum. In der nächsten Folge, in der nächsten Folge quatscht man dann mit Nico da Silva. Wir sehen uns also gleich wieder bei Bro. Bis dann.